Kommen wir zum Vectorium der Death Guard. Die Kommandobogen sind einmal widerwärtig zäh, sehr schön, armeeweit, wenn es gut läuft, selbst bei den Kultisten, feel no pain, und dann widerwärtig zäh dürfen Einsen bei einem Test wiederholt werden. Das zweite, Fliegerbogen, sobald die feindliche Einheit weiter als 18 Zoll beim Dakan wegsteht, haben alle auch noch Tarnung dabei, weil die ganzen Stücke fliegen durch die Gegend, ottern und eitern. Schön. Schön ist das. Schön, das gefällt mir. Das ist schön fluffig. Alles eitert. Tja, hätte Mortarion nicht so lange im Warp haben müssen, dann wäre das vielleicht besser gegangen, aber so, jo. Passt schon. Taktische Missionsziele haben auch die natürlich wieder mit dabei bekommen und die haben auch ihre eigenen Zieldisziplinen mitbekommen. Ich sag mal jetzt so irgendwie Sturm W6 plus 1, Gift 4 plus, die S5 ist jetzt auch jetzt nicht der Oberkracher, aber das sind irgendwie die Primärkräfte hier eh nicht. Aber der Rest der ist schon ganz lustig. Also dafür zu sorgen, dass ein kompletter Trupp bei deinen Waffen plötzlich überhitzen muss, ist eine ganz tolle Kiste. Dann kann man sich auf dem Schlachtfeld heilen mit der fleischigen Fülle. Und Klingen der Fäulnis ist auch geil. Nahkampfwaffen bekommen 4 plus als Gift oder Gift 4 plus. Wenn sie schon Gift 4 plus haben, bekommen sie Gift 2 plus. Das kann man super vielleicht dann doch noch in so einer Kombination mit dieser Nahkampfwaffe machen, die ich sag mal hier 35 Punkte kostet. Und alternativ natürlich mit den Standard Giftwaffen der Plat Marines und vom Typhus selber. Auch geil, Gabe der Verseuchung ist ein Fluch. Man würfelt dann hier, ne, ob man minus 1 Attacke und Schleierflecht, weil er den Gegner hervorruft, oder minus 1 Stärke und darf nicht rennen, minus 1 Stärke und minus 1 Widerschaft stand. Das Geile daran ist, man darf das psychologisieren, 48 Zoll weit, man braucht keine Line of Sight und die ganzen Sachen sind kumulativ. Weil ich das auch durch die FAQ klargestellt wurde, viele Sachen sind nicht mehr kumulativ, das hier ist kumulativ. Das heißt, du kannst also richtig schön runterklotschen und du machst auch kein Ende bei, dass man nur noch eine Attacke hat. Nö, man kann auch mal auch 0 Attacken machen. Ansonsten haben wir die Standardsachen wie so einen Seuchenwind oder auch ganz lustig, Fluch des Aufsätzigen, dass man halt entweder da sich selber buffen oder den Gegner nerven kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Dann, das ist schlimm. Hat irgendjemand eventuell 3 Chaos Space Marine Armeen, die er günstig loswerden möchte? Emperor's Children gehören ebenfalls dazu und am besten mit den Rock'n'Roll Gitarren Boltern. Aber die finde ich mal echt gut. Erstmal zu den allgemeinen Sonderregeln. Natürlich, alles dreht sich bei denen um Slanesh. Die bekommen auch furchtlos, Verletzungen ignorieren, allerdings nur auf einer 6+. Allerdings, wenn man denen die Ikone des Exzesses gibt, haben alle Feel No Pain 4+. Das heißt, der Basis Feel No Pain ist ein bisschen schlechter als bei Nurgle, aber über, ich glaube, 10 oder 15 Punkte kostet diese Ikone pro Trupp, kann man den deutlich verbessern. Und es ist so, wenn da einer in der Nahkampfphase umgesmackt wurde, dann darf der trotzdem noch eine Attacke zurückmachen. Auch sehr cool. So ein bisschen so ein Blue Horror Ding wie bei Zinch. Weiß nicht, vielleicht fand Slanesh das geil. Wortspiel. War schlecht. Neues Marine sind natürlich Standardauswahl bei denen. Und dann kommen wir zu den Begabungen des Kriegsherrn. Die sind zum Teil doch, finde ich, sehr auf Nahkampf getrimmt. Plus 2 Inni, dann gibt es ewiger Nahkampf. Ach, ewiger Nahkampf. ewiger Krieger natürlich. Man kann den Feel No Pain Wurf des Kriegsherrn und seine Einheit um 1 verbessern. Was geil ist, ne? Weil dann packt man dann irgendwie die Krone rein, dann hat plötzlich die ganze Einheit Feel No Pain 3+. Das ist schon geil und ist doch auch sogar teilweise, finde ich, härter als anschließend noch die 4er Reduktion der Necrons. Also da könnte ich schon ganz gut mitmachen. Und Nahkampf, Angsttest mit 3W6. Das ist alles auch soweit ganz schön. Dann kommen wir einmal zu den Artefakten des Chaos der Emperor's Children. Da gibt es auch ein paar ziemlich schön. Und zwar
Ihr seht es hier gerade schon, ne? Das berauschende Elixier auf der 25, mit 25 Punkten. Man darf W3-mal auf den Kampfdrogen würfeln. Richtig, Kampfdrogen. Kannte man bislang nur von den Dark Elder und auch nur von einigen Figürchen, die ja auch so ein bisschen Slaneshi sind und alles ziemlich geil finden, haben die hier auch. Und wo die Kampfdrogen gleich herkommen, das seht ihr dann gleich. Also das finde ich hier schon mal eine ziemlich coole Sache. Man bekommt irgendwie drei Kampfdrogen, die alle kumulativ dann sind. Auch da ist es wieder, hier steht es auch extra nochmal bei, die sind alle kumulativ. Alle Fähigkeiten, bei denen dieses mit dem Kumulativen nämlich nicht dabei steht, sind es halt auch nicht mehr. Und da ist dieses Buch so, dass das häufig diese neue Sonderregel über die FAQ durchaus auch schon mal dann relativ häufig wieder aushebelt. Ebenfalls schön metalles Trauma hier, ne? Stärke 8, DS2, Sturm W6 auf 12 Zoll. Und es muss ein Moraletest abgelegt werden, ansonsten darf man Verwundungswürfe wiederholen. Ja, Prost Mahlzeit. Und dann auch noch Sturm, das heißt, danach kann man nochmal schön reinsmacken. Das sind auf jeden Fall einige Sachen, ne? Dann kriegen wir natürlich hier auch wieder so ein bisschen hier was an Sofortausschalten mit dabei. Ja, oder der Bringer der Glückseligkeit auch sehr, sehr schön ausgedrückt. Kriegst eine Wunde, muss einen Moralwerttest machen, verkackst du den, ist tot. Oder wo auch immer man sonst glückselig ist. Das Rapture Battalion der Emperor's Children. Da kommen plötzlich nämlich die Kampfdrogen ins Spiel. Da ist es so, hier liegt das Buch offensichtlich sehr, sehr viel Wert darauf, dass man nach Battalion spielt, weil eine Kriegsherrenfähigkeit bezieht sich auf einen Bonus dieses Battalions. Die Kampfdrogen funktionieren genauso wie bei den Dark Elder, aber wenn du die Warlord-Fähigkeit erwürfelst und du stellst nach AOP auf, dann hast du einen Warlord-Trait, mit dem du mal Nase popeln kannst. Es sei denn, da steht, dass man nur die Kampfdrogen-Tabelle nimmt, das muss ich mal kurz gucken. Beim berauschenden Elixier. Elixier meinte ich natürlich. Okay. Nein, pardon. Man darf sich trotzdem die Kampfdruck umgehen. Okay. Oh, hab ich Quatsch geredet. Das ist, ne? Also so manchmal ist es so, das Buch kam gestern an, seitdem bin ich die ganze Zeit am Lesen. Manche Sachen, während man sie erzählt, fällt einem auf, das klingt irgendwie total beknackt. In diesem Fall, Entschuldigung dafür, ja, man darf die Kampfdruck mal umgehen. Hier bekommt man sie nochmal und gerade so hat es der Text jetzt beim doch sehr genau hingucken sich angelesen. Wenn man das Battalion hat und man hat das Elixier, da würfelt man W3 mal fürs Elixier und bekommt auch noch die Kampfdrogen durch das Detachment. Das heißt, KAG, BF, INI, Stärke, Widerstand, Attacken kann jeweils um 1 nach oben gehen. Muss man mit dem W6 mal einmal hier auswürfeln und dann geht ab die Post. Neben der Chaos Warband kann man hier Kakophonie als Standard-Detachment nehmen oder als Core und dann halt auch da wieder ein paar dieser netten Zusatzformationen dabei haben. Die Söhne Fulgrims. Ja. So. Wir sind schon fast durch. Hier sind wir bei den taktischen Missionszielen der Emperor's Children und bei den Psi-Disziplinen von Slaanesh. Sehr, sehr cool. Man kann unheimlich viel buffen. Also man hat einmal die Kampfdrogen über das Detachment. Man kann die Kampfdrogen einem Modell noch geben über das Elixier. Man kann allerdings noch weiter pumpen durch Psi, nämlich durch die hysterische Raserei. Und man dann wieder weiter nach oben pumpen. Nochmal Ini, nochmal Stärke, nochmal Attacken nach oben. Also wenn es irgendwie gut läuft und man hat dann da total Drogen rausschießt, am Start, dann bekommen die, wenn es gut läuft, halt mit dem Typen da drin plus 5, 6, 7 Attacken. Ja, große Mahlzeit. Damit kann man schon mal einiges beiseite knüppeln. Kann man auch nochmal dafür sorgen, dass alle viel noch Painful Plus bekommen und all so ein Zeugs. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Auch die mentalen Fallen sind wieder dabei. Das heißt, da geht einiges bei denen. So. Ich lasse das also mal kurz ein wenig aufblühen, dann könnt ihr noch mal einmal reingucken. Ich meine, hier ist
finde ich die Primärkraft mit DS4 auf jeden Fall so, dass einige da sich schon drüber ärgern werden, die nur einen 4er Rüster haben. Kann man ein bisschen mehr mitmachen. Tja, die tödliche Liebkoten, nicht? Zungenschlag. Zack. Sind einfach durch damit. Das Buch rundet ab mit den Sorcerers des Chaos, sprich mit den Psi-Disziplinen, die seit Traitor's Held raus sind, die man extra nochmal bekommen hat dabei und die sehr ja an die neuen Adeptus Astartes Psi-Disziplinen angelegt sind. Die sind auch hier noch einmal mit drin, weil natürlich die ganzen Psioniker aus der Formation auch diese hier nehmen können und nicht unbedingt die der eigenen Chaosgottheit, der sie angehört. So, abschließend dieses Buch mit diesem Bild. Ein Nörgel-Dämonenprinz. Tja, wenn das mal kein Zeichen ist. Kurzes Fazit nochmal nach dieser ausführlichen Erklärung. Mir persönlich gefällt das Buch richtig gut. Natürlich mit kleinen Abstrichen bei dem World Eater, bei den Wordbearers. Die finde ich jetzt nicht so pralle. Ich glaube, dass gerade Emperor's Children, Alpha Legion mit dem Spam, die Thousand Suns, die Death Guard, ich glaube, die werden wir heute oder ab jetzt deutlich häufiger auch als wirkliche Legion auf dem Feld sehen. Der andere Teil, der mir hier ultra gut gefällt, ist, das war ja vorher so, dass man, ich sag mal, bei Chaos Space Marines oft auch dieses schwarz-goldene Thema irgendwie gesehen hat, einfach eigentlich die Black Legion, aber allgemein für Chaos Space Marines oder so wie man es hier auf den Boxen hat, roter Ball, weil Korn häufig sehr, sehr bevorzugt war. Jetzt, glaube ich, werden mehr Leute anfangen können, sich mit den einzelnen Legionen auseinandersetzen, einfach auch mit den unterschiedlichen Fluff-Sachen und mit den unterschiedlichen, doch sehr auseinanderdriftenden Regeln, die man dabei hat, so dass man, ja, ich sag mal, sich jetzt deutlich besser irgendwie in ein so ein Chapter reinfinden kann und auch mal ein Chapter mehr irgendwie favorisieren kann. Vom Power-Level her, finde ich, sind viele Sachen so, es sind, glaube ich, jetzt keine Überformation als solche, aber durchaus so, dass man mit denen ganz, ganz ordentlich Aua beim Gegner machen kann, dem unheimlich ordentlich auf den Senkel gehen kann und, wenn man Agnus dabei nimmt, durchaus auch mal einen Game-Changer und zwar einen ganz harten mit dabei hat. Das heißt, je nachdem, wie man aufstellt, kann man, finde ich, vom Power-Level her oben jetzt super mithalten mit dem Ding. Wenn man das nicht möchte, sondern man möchte sehr fluffy aufstellen, dann kann man alles auch an Sondermodellen, die die jeweiligen Legionen haben, mit aufs Feld bringen. Man hat einen eigenen Charakter bei jeder Legion in der Spielweise noch mit dabei und kann sich dann dafür entscheiden. Und auch das finde ich sehr, sehr schön. Das Buch wurde Zeit, definitiv. Und ich glaube, mit dem Teil kann man einfach nur regeltechnisch zufrieden sein. Eigentlich nur ist, eigentlich, wie gesagt, mit Ausnahme der beiden, die ich jetzt nicht so stark finde. Wir sind auf jeden Fall schon ordentlich am Vorbereiten, dass wir auch mal Traitor's Legions mit aufs Feld bringen können. Dementsprechend werden wir da neben den ganzen anderen Baustellen auch nochmal wild drauf lospinseln, basteln und das schönes Herz zaubern. Ich hoffe, dass euch der Eindruck gefallen hat von dem Buch. Ich freue mich auf eure Rückmeldung unten in den Kommentaren. Bedanke mich natürlich auch bei eurem Support durch Daumen hoch, durch Abos und durch eure Wiederfindung in dem Store, womit wir das Ganze, was wir hier machen, ein Stück querfinanzieren und verbleibe dementsprechend bis zum nächsten Mal mit einem immer feinen Weitermoschen.